Und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Monsters. Ja, und ich habe eine ganz schön lange Zeit nicht mehr gespielt. Einfach nur, weil ich erstens keinen Bock hatte. Also, es ist zwar keine Ausrede, aber ja, ich hatte keinen Bock. Deshalb habe ich nicht gespielt. Und zweitens hatte ich auch ziemlich viel um die Ohren, aber jetzt beginnen die Ferien. Oder naja, wir haben 3 Stunden oder 3 Wochen jetzt noch bis zu den Ferien. Die letzte Klausur wurde letzte Woche geschrieben. Oder diese Woche. Nein, letzte Woche Freitag. Und ja, das dachte ich. Hast mal wieder Zeit, kannst mal wieder was machen. Und ich weiß noch nicht gar nicht, was ich gerade mache. Deshalb ist das etwas doof. Naja. Ja, stimmt. Ich hatte einen Nuklearreaktor und einen Recycler, den ich noch anschließen musste. So, der Recycler müsste eigentlich hier oben hin. Boah, das lasse ich jetzt erstmal in Ruhe. Das ganze Zeug kann mal hier schon rein. Kupferdust. Wozu brauche ich Kupferdust? Ich mache daraus einfach. Electric Furance. Zack. Noch mehr Kupferdust. Crushed Gold Ore. Stone Dust. Die Frage ist, kann ich die auch wieder zurückverwandeln? Das wäre nämlich ziemlich super, denn davon habe ich jetzt leider ziemlich viele. Nein, leider nicht. Gut. Ja, wir bräuchten noch etwas an Diamanten, um diesen Energetikum, ups, um das Energetikum herzustellen. Für hier die ganzen Sachen. Und ich habe mir überlegt, ob ich wieder den Shader reinmachen sollte. Habe ich auch versucht. Lief nicht. Also, ich will es euch jetzt nicht zeigen, weil ich Angst habe, dass das Ding abstürzt. Und ich kann das leider gerade nicht neu starten, deshalb. Das ist ein bisschen doof. Naja. Kann man mich überhaupt noch ganz sehen? Ja. Gut. Ich bin zumindest vollgeladen. Nicht so wie einmal, wo ich nur halb geladen war. So, wir bräuchten ein paar Diamanten, habe ich gehört, für unser Problemchen. So, das Ding ist komplett leer. Mass Fabricator, die läuft auch nicht, weil ich den ausgeschaltet habe. Die Zentrifuge läuft auch nicht. Achso, der Scanner. Hier habe ich mir überlegt, vielleicht, was ich jetzt auch versuche. Falsches Teil. Ich nehme mir mal so eine Memory raus. Das kann alles wieder weg. Und ich möchte gerne Iron Ore. Was ich doch bestimmt noch hier drinne habe, weil ich zu faul war, es zu faul war, es zu machen. Nein, leider nicht. Schade, sonst. Oder Sticky Resin, genau, Sticky Resin war die andere Möglichkeit. Und das dann mal versuchen. Komm, ich nehme direkt alles. Wuhu, einmal um die Bäume drum laufen. Und guck mal, ob es sich da was ergibt. Hier nicht. Da gibt sich was.
Super, da schreibt mich gerade jemand an. Ja. Ich unterbreche am besten mal kurz. Und bin dann gleich nach dem Bäume setzen wieder da. Also bis gleich. Tschüss. Und da sind wir wieder. War nur ganz kurz. So. Sticker Resine. Mal eben kurz machen. Ich habe das Gefühl. Yeah, let's do this. Oh, thank God. You saved my bacon, pal. Where are we going? Is okay. It a jailbreak? Can't say a thing. Da schreibt mich schon wieder jemand an. Aber das muss ich jetzt gerade warten. Bis ich auf jeden Fall hier oben bin. Und ich versuch's mal mit Sticky Resin. Es klappt auf jeden Fall schon mal. Das ist schön. Ja. Es läuft auf jeden Fall schon mal. Sehr schön. Das Ding kann wieder runter. Zack. Und ich würde sagen, weil ich ja hier... Oder? Habe ich hier noch welche? Nein, weil ich hier keine Diamanten mehr habe, die ich ja für unsere... Kopper da... Ups. Nein, dahin. Ich brauche ja hier für ein bisschen... an Material. Würde ich sagen, laufe ich mal jetzt nach unten und guck da mal. Ja, und genau, ich, oh. Wie wär's, wenn ich mal aus dem Modus rausgehe? Ja, ich bin in meiner zweiten Welt gewesen und hab geguckt, wie sich das da mit den, mit den Atomkraftwerken verhält und habe auch ein bisschen in die Luft gesprengt, um zu gucken, wie groß der Krater ist und so weiter. Und ja, eigentlich müsste es genau hier aufhören. Also der Krater geht auf jeden Fall nach oben weg. Der wird so eine richtige Kuhle sein. Und das bedeutet, der müsste hier höher gehen. Und ja, falls er überhitzt, müsste der eigentlich... höchstens hier oben die Maschinen wegsprengen, also oder nein, die obere Etage eher gesagt, also nichts Besonderes. boah, genau, ich wollte nach Uranium gucken. Uran. Na, genau, wie baut man, nein, nicht die, sondern die da. Eine Fuel Cell plus Enriched Uranium. Und wie nimmt man das? Das bekommt man einfach so, scheinbar. Und die doppelte plus Iron Plate. Ja, mein Ziel wäre es nämlich, davon zwei zu machen und dann mit Overclocked Heat Vents zu kühlen. So, dass das Ganze läuft. Hoffe ich mal. So. Weg damit. Nein. Boah. So viel zum Thema falsche Kiste. Zack. Ihr kommt auch mal weg. Ihr auch. Die Axt kommt mal wieder mit. Ihr beiden kommt auch weg. Ich brauche euch gerade nicht. Jut. Lauf ins Bettchen. Ich bräuchte auch mal ein neues Schlafzimmer. Also, wenn ich das jetzt fertig gemacht habe, dann kümmere ich mich so ein bisschen um mein Haus. Das möchte ich ja auch fertig bekommen. Vielleicht auch um so einen schönen Kronleuchter oder sowas. Ja, nach unten. Nein, genau, ich wollte hier noch die Axt weglegen. Ha. Ich hab noch dran gedacht. Zack. Die Axt. Habe ich hier noch Platz drinne? Nein, ich möchte dich dahin haben und dich dahin. Aber ich möchte dich jetzt aufgerufen haben. Ja, okay. Super. Heißt es jetzt erstmal ab nach unten und falls ich es nicht irgendwo oben schon liegen habe und zu dumm bin, es jetzt rauszusuchen,
wieder Sachen zu suchen, was sehr sinnvoll ausgedruckt war, finde ich. Slime, hör auf. Lauf. Eigentlich kann ich ja die Sachen mal mitnehmen. Silver nicht. Also Silver brauche ich nun wirklich nicht. Putsch. Und Redstone auch nicht so unbedingt. Und Ferrus so auch nicht unbedingt. Das kann ich nicht mitnehmen. Dumm gelaufen. Hier wollte ich weitermachen. Genau, und hier habe ich noch ein paar Diamanten. Ach, wie schön. Ja, und ich habe mir auch keine Fortune Pickaxe gebaut. Was natürlich ziemlich dumm ist. Also. Bisschen Uran. Kann man ja immer gebrauchen für sein Atomkraftwerk, was man sich da in den Keller stellen möchte. Gibt so einen super Zeitungsartikel aus einer renommierten amerikanischen Zeitschrift von 2005. 2005 wohlgemerkt, wo die dann die Zukunft ja, darstellt sozusagen, wo sich dann jeder amerikanische Bürger dann sein kleines Atomkraftwerk in den Keller stellt, damit man unabhängig ist und die Versorgung sicher sei und so weiter. Also eine renommierte Fachzeitschrift wohlgemerkt. Kompletter Bullshit. Um das mal in gewählten Worten auszudrücken.